Hallöchen meine lieben Zuschauer zu einem weiteren Infovideo bezüglich von eFootball 2022. Nachdem es in den letzten Tagen ja extremst viel Kritik gab an dem Teil von Konami, hat jetzt Konami selbst reagiert und sich erst einmal dafür entschuldigt, was sie da rausgebracht haben, was natürlich erst einmal ein guter Move ist. Klar, bei dem ganzen Druck mussten die reagieren, das ist auch klar, um auch ihr Gesicht zu wahren. Und ja, kommen wir jetzt aber erst einmal zu den Infos, was sie da genau angekündigt haben. Und zwar sagte Konami, dass sie ab nächster Woche, also ab dem 4.10. würde ich mal sagen, also ab morgen, dem Montag, werden sie an den Fehlern arbeiten. Um genauer zu sein, wollen sie das Passspiel anpassen, ebenso auch die Verteidigung und auch das Gameplay im Allgemeinen. Denn vor allem im Gameplay gibt es auch Probleme in der Spieler- und Ballbewegungen, wo sich auch sehr extremst viele Leute beschwert haben bei Konami und deswegen haben sie das auch auf ihre Fehlerliste mitgenommen, beziehungsweise eingetragen. Ebenso angepasst werden sollen, beziehungsweise verbessert werden sollen, die Zwischensequenzen und auch die Gesichtsanimation, wo ja auch extrem viele Leute, ja auch mit den Beispielbildern von Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, sich beschwert haben, dass das nicht mehr der heutigen Zeit entspricht. Einige sagten, das ist PS2-Grafik, PS3-Grafik. Und diese Entschuldigung plus die Verbesserung, die folgen sollten, sind natürlich bitter nötig. Denn ein Fakt, den vielleicht viele nicht wissen, ist, dass mittlerweile eFootball 2022 auf Steam das mit Abstand am schlechtesten bewertete Spiel ist aller Zeiten. Es gab noch nie ein Spiel, was so schlecht bewertet wurde wie eFootball. Nur 10% haben eine positive Bewertung abgegeben und man kann sogar, es gibt sogar eine Seite, wo man sich das angucken kann und es ist einfach unfassbar. Die sind mit Abstand auf Rang 1. Zum Vergleich, das Season Update, also Pro Evo 2021, hatte noch solide 74%. Ist jetzt auch nicht überragend, aber ist schon mal eine Basis gewesen. Aber jetzt sind es nur 10%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wirklich kaum jemand fand das Spiel auch nur ansatzweise gut. Deswegen ist es natürlich folgerichtig und da ist es auch wichtig, wenn einem etwas nicht gefällt, das auch zu schreiben in Form von Videos, wie ich das mache oder wie ihr das macht, unter Steam-Rezension oder wie auch immer. Die Frage ist natürlich, werden sie wirklich da etwas ändern? Ich denke ja, die Frage ist halt nur, in welchem Ausmaß wird das passieren? Werden das nur so Kleinigkeiten sein, dass am Ende trotzdem nichts Großartiges daraus wird oder aber wird man doch schon nennenswerte Änderungen sehen? Die arbeiten jetzt ab nächster Woche, also ab morgen daran. Wann erscheinen denn die Patches? Wird das zusammen mit dem großen Patch, wo die ganzen neuen Features reinkommen, also am 11.11. sein? Oder vielleicht schon früher, vielleicht sogar später? Diesbezüglich gab es noch keine Informationen. Sollte es irgendwann mal welche geben, dann kann ich sie euch gerne präsentieren. Ihr könnt mir auch allgemein schreiben, ob ihr die Videos von mir allgemein, die auf dem Kanal über eFootball laufen, interessant findet. Ob ihr allgemein mehr solcher Videos von mir sehen wollt, könnt ihr immer gerne in die Kommentare schreiben. Auch mit Daumen hoch und Daumen runter, je nachdem immer bewerten, dann weiß ich halt auch mal Bescheid, wie gut das ankommt und ja. Übrigens, im Hintergrund seht ihr wieder ein Gameplay von mir, was auch live aufgenommen wurde auf Twitch, also wenn ihr auch da mal vorbeischauen möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun. Link in der Videobeschreibung, da heißt es natürlich auch Dentor. Gut Leute, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal zu einem anderen Video und natürlich ganz wichtig, sind Däumchen gedrückt, dass vielleicht Konami da noch ja, das Schlimmste nochmal verhindern kann. Bis dann.